Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Ja, ich weiß. Die Leitung teilt sich auf und verläuft durch jede dieser Vorrichtungen. Wenn Sie darauf zugreifen, könnten Sie den Kreislauf vielleicht schließen. Womöglich lässt sich auf diese Weise auch der Schacht öffnen. Wenn es uns hilft, die Systemabriegelung aufzuheben, versuchen wir es. Okay, nehmen wir uns die beiden Konsolen vor und schließen den Kreislauf. Na dann. Sie reagieren aggressiv, sobald wir ihnen zu nahe kommen oder auf ihre Technologie zugreifen. Interessant. Und ist das ihre Programmierung oder eine Art Instinkt? All diese Geheimnisse. In Andromeda geht irgendetwas Großes vor sich, Ryder. Etwas Überwältigendes. Suchen wir nach dieser Systemabriegelung. Die Urteilheit ist irreparabel beschädigt. Dieses Gerät scheint eine Defensivfunktion zu erfüllen. Die Energieversorgung des Gravitationsschachts ist wiederhergestellt. Die Leitung führt nach unten. Der Druck der Leitungsflüssigkeit schwankt. Das könnte auf Aktivitäten unter uns hindeuten. Dann graben wir mal tiefer. Ah, so eine Kuppel. Hier liegt kaum Staub. Wie alt ist diese Art? Unbekannt. Die Strahlungswerte legen nahe, dass das Gewölbe mehrere hundert Jahre lang offline war. Etwa zu dem Zeitpunkt, als die Geißel aufgetaucht ist. Das kann kein Zufall sein. Vielleicht ist die Geißel der Grund, warum diese Tech verlassen wurde. Mist, die Leitung ist undicht. Ja, und das Zeug verteilt sich über die gesamte Konsole. Es wird Ihnen die Hände wegbrennen, wenn Sie versuchen, darauf zuzugreifen. Und ohne die Flüssigkeit haben wir hier auch keine Energie. Verdammt! Vielleicht waren diese Vorrichtungen weiter oben ja deshalb abgeschaltet. Wie auch immer. Wir werden jetzt auf keinen Fall wieder umkehren. Es muss eine Möglichkeit geben, das Leck zu stopfen. Energiestatus 0,1%. Die Konsole ist aufgrund mangelnden Drucks und Leistungslosigkeit funktioniert und durch eine rührende Absicht des Lag können die Konsole reparieren. Spuren und Elemente Keramik. Mensch, weil ich mich durchs Bild lieber lesen will. Derzeit in halbfestem Zustand durch Hochdruck, Diffusivsprühnebel, keine Ahnung. Ich dachte,
Tropfenansammlung, Klassifizierung, Farbstoff. Dieser Leitungsabschnitt muss instant gesetzt werden. Der Defekt ist wahrscheinlich die Ursache für die Abschaltung in irgendeiner Kammer. Solange die Leitung undicht ist, gibt es hier nicht mal genügend Energie für die Tür. Wand. Unter entschiedenen... Was? Unter entsprechenden Bedingungen kann diese Wand als bewegungsstellende Tür fungieren. Teleport ist irgendwie lustig. Auf diese Frequenzen. Wir haben es zwar nur notdürftig geflickt, aber es müsste halten. Gut gemacht. Wenn die Reparatur erfolgreich war, müsste die Konsole jetzt funktionieren. Ryder? Sieht aus, als hätte es funktioniert. Und da ist sogar eine Brücke. Sie sind echt ein Schatz, Ryder. Wo wollen Sie hin? Die Quelle der Systemabriegelung muss ganz in der Nähe sein. Wer als erster da ist, sackt den ganzen Ruhm ein. Wir werden Sie schon einholen. Vorausgesetzt, diese Tür funktioniert jetzt auch. Kryo-Handschuh 2. Kryo-Handschuh ist eine abgewandelte Form des Reliktwerkzeugs. Das Universalfeld des Benutzers vom Handschuh in einen Kern aus Relikt-Technologie und führt Gegner dann schlagartig mit einer Welle ultrakalten subatomaren Partikeln ein. Obwohl die dramatisch aussieht, sind die Oberflächenerfrierungen zwar schmerzhaft, aber nicht zwangsläufig tödlich. Den nehme ich mal mit. Ein Handschuh oder vielleicht eine Art Werkzeug. Unsere Wissenschaftler werden es auf jeden Fall lieben. Wow. Sehen Sie sich das an. Anpassbarkeit dieses alten, seltenen Geräts liegt nahe, dass es anderen Reliktien seiner Art und Weise aktiv überbrücken kann. Den Text haben wir schon mal. Der einzige Weg führt nach unten. Das ist ein See. Ist nicht so eine Pflanze, die wir auch auf Habitat 7 gefunden haben? Als wollten sie nicht, dass hier irgendjemand so leicht durchkommt. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es ist immer noch ein ziemlich tiefer Sturz. Moment mal. Pflanzen? Hier unten? Das ist seltsam. Es gibt hier weder Sonnenlicht noch Wasser. Sie müssten alle tot sein. Dieser Planet ist eine Einöde. Vielleicht sind sie ja einfach abgehärtet.
Die Quelle der Systemabriegelung könnte weitere Informationen liefern. Wir sind offenbar ganz in der Nähe. Tallose Lebensform. Chlorophyll registriert. Wasseraufnahme unbekannt. Nährstoffaufnahme unbekannt. In Analyse entfernt Verwandtschaft mit Oberflächenpflanzen auf Eos. Vorläufige Klassifizierung. Rizia relictis. Ungeachtet der Anzeichen und ihres derzeitigen gesundheitlichen Wachstums scheint diese Pflanze nicht für unterirdische Lebensräume geeignet zu sein. Glück, dass ich so wenig gefrühstückt habe. Wir kriegen Gesellschaft! Oh. So schnell verreckt, ey. Einmal war das Schild weg, dann war sie tot. Wo bin ich denn jetzt hier? Ein Handschuh oder vielleicht eine Art Werkzeug. Unsere Wissenschaftler werden es auf jeden Fall lieben. Sehen Sie sich das an. Der einzige Weg führt nach unten. Als wollten Sie nicht, dass hier irgendjemand zu leicht durchkommt. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es ist immer noch ein ziemlich tiefer Sturz. Moment mal. Pflanzen? Hier unten? Das ist seltsam. Es gibt hier weder Sonnenlicht noch Wasser. Sie müssten alle tot sein. Dieser Planet ist eine Einöde. Vielleicht sind Sie ja einfach abgehärtet. Die Quelle der Systemabriegelung könnte weitere Informationen liefern. Wir sind offenbar ganz in der Nähe. Das hier kein echter Härtetest.
Wir kriegen Gesellschaft! Ja, aber das Virus ist jetzt irgendwie nicht gerade so prickelnd. Das macht kaum was. Macht ein bisschen Schaden, ja, aber... Guck, ob da noch irgendwas ist der Zustand. Und sie gegnet einen Maschinenschwarm unter VI-Kontrolle, die der Verteidigung schwächt und sie auf den Feind der Nähe erfährt. So, das ist doch schlecht Verteidigung. Ladetempo infiziert jetzt bis zu 3 Gegner in der Nähe. Gegnerverteidigungs-Debuff noch erhöht, dauert jetzt länger und verbreitet sich auf weit entferntere Gegner. Wenn ein betroffener Gegner unter 50% Gesundheit fällt, löst Invasion eine Explosion aus, die bei dem Gegner und anderen in der Nähe Schaden verursacht. Betroffene Gegner verursachen weniger Waffenschaden. Okay.
gucken. Kann man öffnen? Ding öffnen. Sieht wie ein Nebenraum aus. Was nicht heißt, dass es hier drin nichts zu holen gibt. Ich glaube, das lassen wir lieber. Ach, das wird schon. Ich hasse das hier. Ich hasse es. Sehen Sie, nichts passiert. Ah, verdammt! Schon okay. Kein Problem. Hören Sie auf, alles schön zu reden. Verschwinden wir einfach von hier. Das ist so ein schöner Nebenraum. Das hat einen neuen Weg erschaffen. Ich denke, es ist der richtige, wenn wir wieder zurückgehen. Beobachter, sie kommen auf uns zu. Ja, toll. Das ist ja mies. Nicht Profilwechsler kann ich mach mal alle Flüge ab die Zeit. Die Hydraulik ihrer Panzerung kompensiert den Aufprall. Ich hätte beinahe den Halt verloren. Wir haben jetzt schon zwei Gravitationsschächte nach unten genommen und dieser Ort reicht noch tiefer? Ich bin gespannt, was uns ganz unten erwartet. Tja, Hauptsache, wir finden es nicht auf die harte Tour raus. Wir haben einen Weg zur... Ho! Thank you.
Okay, die Schwächung ist schon ziemlich stark. Sample, also mein jetziges praktischer. Die Fliegen, da bringt glaube ich Frontkampf überhaupt nichts, wie ich es dann später noch lernen möchte. Das ist selbst mit Jetpacks zu weit. Kommen Sie nach Andromeda. Wann ziehen Sie durch die Luft? Platten der Brücke scheinen von einer unbekannten Quelle hergestellt worden zu sein und werden durch künstlich erzeugte Gravitation in Position gehalten. Circa 21 Tonnen. No problem. Wir sind da unten gefahren und haben hier unten nochmal solche riesigen Dinger. Man sieht hier auch überhaupt einfach nicht mehr. Flupp und glüht. Spüren Sie das? Der ganze Boden vibriert vor irgendwas. Wir müssen nah dran sein. Kein Zweifel. Das hier ist das Herz des Gewölbes. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Diese Steine da. Was ist das denn? Nehmen wir uns auch nichts zu sehen gehört. Es ist wie eine gigantische Maschine. Und wir stehen mitten zwischen ihren Zahnrädern. Abgeriegelt. Ich bezweifle, dass wir da durchkommen. Sieht so aus. Leitungen laufen hier zusammen, Pathfinder. Das muss die Abriegelungskonsole sein. Unglaublich.
All das hier hatten wir auf Eos die ganze Zeit direkt unter unseren Füßen. Jetzt ist er wirklich in Felsen durch.